Ni No Kuni, der Fluch der Weißen Königin. Und damit hallo liebe Freunde meines Kanals hier zu einem neuen Let's Play. Ja, lange angekündigt, endlich ist es soweit. Ab geht's in die Ni No Kuni, ein Rollenspiel, auf das ich mich schon dermaßen freue, was ich mir sogar extra fürs Let's Play aufgespart habe. Ich habe zwar schon ein paar Minuten gespielt, so wie immer, um ein bisschen in die Steuerung reinzukommen, aber ansonsten habe ich null Ahnung von diesem Spiel und ich finde, das ist auch gut so. Und bevor jetzt hier das Filmchen losgeht, weil ich wieder zu lang quatsche, gehen wir schnell nochmal in die Audio-Einstellungen, weil das Spiel gibt's mit einer englischen und mit einer deutschen Vertonung, mit einer englischen und mit einer japanischen Vertonung. Und natürlich nehme ich die japanische Vertonung ganz einfach, weil es geiler klingt. So, genau. Alles soweit richtig eingestellt. Dann würde ich sagen, können wir... Ach, dieser Soundtrack ist so geil. Können wir mit einem neuen Spiel loslegen. So, einfach oder normal. Ich glaube fast, naja, komm, ein bisschen Skill kann man ja mit an den Tag legen. Deswegen spiele ich es auf normal. オリバ急がんかい。静く、待ってよ。もうすぐゴロネール王国や。ん?ん?お?どうしよう。逃げるで。 行くで、オリバー。 え? ま、 待ってよ。 これが ニノ国。 せや、 お前らの世界とは違うもう一つの世界や。 Ni No Kuni, der Fluch der Weißen Königin. Ja, ein Spiel von Level 5, das könnt ihr lesen, aber das ist das Geile mit Animation vom Studio Ghibli, also die Macher von Prinzessin Mononoke, Chihiros Reise ins Zauberland, Laputa, das wandelnde Schloss, Porco Rosso, Nausicaä und ja, die ganzen richtig geilen Anime-Kinofilme, die es zum Glück auch alle nach Deutschland geschafft haben. Ich bin ein riesiger Studio Ghibli-Fan, deswegen freue ich mich so sehr auf das Spiel. Und ja, wie gesagt, ich habe es mir noch nicht gespoilert, ich weiß echt kaum was, also das heißt, es ist wirklich mal wieder ein richtiges Blind-Let's Play, das haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Diese Animation, das ist wirklich, das ist Anime-Kino-Qualität. Ich hoffe auch echt, dass das Let's Play bei euch ein bisschen Zuspruch finden wird. Denn da kommen einige Folgen auf uns zu. Ich glaube, ungefähr 50 Stunden hat das Spiel an Spielzeit. Also auf jeden Fall wird das ein sehr langes Projekt werden. Über 100 Folgen garantiert. Ja, und mal wieder ein Spiel von Namco Bandai. In letzter Zeit habe ich echt viele Spiele von denen. Ne, Naruto ist von Namco, genauso wie Dark Souls. Ja, und jetzt auch Ni No Kuni. おはよう。
昨日マークが見せたいものがあるって言ってたけど、あったかい？え、本当？じゃあ手に入ったんだ。それでマークはどこにいるの？今さっき配達に出かけたところだから。まだその辺にいると思うよ。ありがとう、レイナおばさん。あ、お母さんによろしくね。 Hey, Olli! Hier drüben! Oh, es ist Phil! Okay, da ist Phil, da müssen wir hin. Und wir müssen den, ja, den L-Stick natürlich benutzen. Ja, willkommen im Tutorial. Aber ich werde ganz schnell mal, eigentlich möchte ich ins Menü rein. Kann man hier nicht irgendwie ins Menü kommen? Spiel verlassen geht hier nur. Das ist die Karte. Gibt es hier keine Möglichkeit, ins Menü zu kommen? Ja, nur die Karte zu aktivieren. Weil das Spiel ist ziemlich laut, finde ich, oder? Kann das sein? Also, gerade der Dialog kam mir ein bisschen übersteuert vor. Naja, wer weiß. Jetzt gehen wir erstmal zu Phil. Ja, Oliver, ちょうどよかった. 完成したんだ. じゃあ、おばさんが言ってた見せたいものって? もちろん、あれのことさ. すごいよ、マーク. で、どうするの? 今夜、早速試運転だな. え? いきなり今夜? まずいよ、母さんに言ってないし。 じゃあ、明日にするか? 明後日にするか? やっぱ今日だ! じゃあ、こっそり行こう! あ! じゃあ、また今夜! うちのガレージでな! うん! この少年が世界を救うというのか。はい、クリスタルの予言によれば。漆黒の魔導士。奴の力だけでは世界は揺るがぬと。残念ながら。この少年の名はオリバーと申します。オリバー。 Die Minikarte wird in der oberen rechten Bildschirmecke angezeigt, wenn du unterwegs bist. Diese Karte zeigt deine nähere Umgebung an. Drücke R1, um zur Umgebungskarte zu wechseln. Okay, ja, jetzt müssen wir erstmal Mama die Einkäufe nach Hause bringen und heute Nacht zur Werkstatt, um eine Spritztour zu drehen. Ja, und die Quest zeigt, wir müssen zum Stern. Gut, dann gehen wir los. Alles wirklich sehr geil und handgezeichnet, das kann man vielleicht noch mit dazu sagen, wie alles von Studio Ghibli, die machen ja nur noch handgezeichnet, also das heißt nur noch immer noch handgezeichnet, also die machen echt ganz wenig computeranimiert bis hin zu eigentlich gar nichts. Oh, das ist aber auch ein schönes Häuslein hier. So, und hier ist das Haus von Muttern. Noch kurz an den Briefkasten gehen. Nee, aber Mama wartet, wir müssen die Milch nach Hause bringen. これ今日の分。ありがとう、オリバ。そのテーブルに置いといて。ところでさ、母さん。え?何?何か言った?母さん、明日って何かあったよね。そういえば、明日は早くから演奏会の打ち合わせがあったわね。そうなんだ。じゃあ、今夜は早く寝ないとね。え?まあ、そうね。 そっか、そうなんだ。何よ、変な子ね。さあ、早く食べて。早くしないと学校に遅れちゃうわよ。よく噛んでね。ごちそうさま。母さん、
行ってくるね。行ってらっしゃい、オリバー。気をつけてね。うん。Hey Phil, warst du gar nicht in der Schule? Ha, Schule, Schmule. Heute ist ein ganz besonderer Tag, Kleiner. Heute ist der Tag, an dem unser Traumwagen endlich vom Reißbrett runterrollt und die Straßen vom Motorwell unsicher macht. Junge, ich kann's kaum erwarten. Wann kann ich ihn sehen? Psst, Mann, nicht so laut. Das ist doch unser Geheimnis. Hey Dussel, du hast deiner Mutter aber nichts davon erzählt, oder? Nein, habe ich nicht. Ich habe sie gefragt, ob sie beschäftigt ist und sie hat gesagt, dass sie Konzertprobe hat. Sie geht also früh ins Bett. Perfekt, dann steigt die Sache heute Nacht. Bist du dabei, Kleiner? Klar, heute Nacht vor deiner Werkstatt. Ich komme hin. Sie schläft bestimmt schon. Prima, schläft tief und fest. Jetzt oder nie, ich muss zu Philipps Werkstatt. Drücke um... Ah, jetzt kann ich endlich ins Hauptmenü. Es wird dann eine Fülle verschiedener Optionen angezeigt. Wähle mit, bla bla bla. Okay, das ist das Hauptmenü. Kennt man ja alles. Ah, jetzt kann ich auch dann das Spiel speichern. Du kannst jetzt das Hauptmenü benutzen. Ich habe mich schon gewundert. Okay, dann würde ich mal sagen... Ah, es sind noch nicht alle Optionen freigeschaltet. Interessant. So, aha, Schwierigkeitsgrad. Ah, kann ich auch während des Spielens ändern. Das ist ja geil. Das ist ja cool. Also wenn es mal echt zu hart wird, dann ja, kann ich einfach auf leichter stellen. So, jetzt speichern wir erstmal ab. Wusstet ihr übrigens, dass Spiegeleier mit Speck so ein ganz typisches Essen in Ghibli-Filmen sind? Oder ist? Müsst ihr mal aufpassen. Also wenn man irgendwie in einem Ghibli-Film was isst, dann essen die meistens Spiegeleier mit Speck. So, gehe rüber zu Philipps Werkstatt. Aber ganz leise sein, nicht Mami wecken. Das ist, als ob man ein Anime guckt, diese Grafik. Es ist so geil. So. Dann jetzt durch die leeren, dunklen Straßen schleichen. Da hinten ist eine Frau. Ah, guten Abend, Oliver. Was machst du denn um diese Zeit noch draußen? Ja, nicht mal antworten. Haha, ich renn einfach weg. Was machst du denn hier, Junge? Es ist schon spät, um diese Zeit ist niemand mehr unterwegs. Nur ich und meine Freundin da. Aber wir sind hier ja in Motorville, da wird schon nichts passieren. Ja, Motorville, die sicherste Stadt der Welt. Oh, hallo, wolltest du etwas von mir? Nee, will ich nicht, von dir nicht. Ich will rüber zur Werkstatt gehen. So, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja, dass ich hier noch in eine Sackgasse reinlaufe oder so. オリバー、ごめん、母さんがなかなか寝てくれなくてさ、それで完成したの？ああ、最後のベアリングも取り付け完了だ。見るか？うん、見る見る。よっしゃ。じゃあ、行くぞ。うん。うわあ、すごいよ、すごいよマーク。だろ？うん、かっこいい。俺が思うに、アグレックス最新型を上回るかっこよさだ。比較にならないよ。じゃあ、早速試運転と行くか？ああ！うん。
Okay, also manchmal scheint der Ton echt ein bisschen zu übersteuern, aber das ist sehr unregelmäßig. Naja, wir gucken mal, wie es sich auswirkt, aber wenn es sich nur manchmal ergibt, dass es so ist, dann kann man ja vielleicht damit leben. Okay, niemand zu sehen, wir können rausfahren. Also, Philipp, und wer darf zuerst fahren? Was? Mal sehen. Was hältst du davon, wenn du die Straße runterläufst und nachsiehst, ob die Luft rein ist? Dann lasse ich dich zuerst ans Steuer. Echt jetzt? Junge, Junge, okay, warte hier. Und pass auf die neugierige Ziege auf, okay? Neugierige Ziege? Weißt schon, das Mädchen, das uns vorhin so angeglotzt hat, die hat einen Sprung in der Schüssel, aber echt. Siehst du, da ist sie schon wieder. Ich wette, die Petze rennt gleich zu ihren Eltern. Das würde sie sicher nicht tun. Wie? Bist du etwa in sie verknallt? Jetzt geh schon raus und sieh nach. Klar, Philipp, ich bin gleich wieder da. Okay, jetzt müssen wir hier nachgucken, dass hier auch die Straße schön frei ist. Ich glaube, das heißt, wir müssen einfach nur zu dem Stern da unten hinlaufen. Okay, also in diese Richtung. Yoshi. マークに知らせよ。行かないで。え？行っちゃダメ。オリバー、行かないで。誰？君はどうして僕の名前を？オリバー、遅いぞ、オリバー。ごめん、マーク。見つかっちゃった。え？誰に？ほら、そこにいる。あれ？ オリバー、世界を救うという少年。しかし、もろく儚い光だ。ええ、予言の少年とはいえ、あの程度ではとても。だが、彼ら人間の可能性は時に思いもよらぬ力をもたらす。あの男の闇が全て覆い尽くしたように、すなわち逆もまたしかり。 いかがなさいますか。目は小さなうちにつまねばならん。かしこまりました。では早速。滅びゆく世界を救わんとする者に死を。 Okay, also sterben ist uncool. オリバー。母さん、明日って何かあったよね。そういえば、明日は早くから演奏会の打ち合わせがあったわね。そうなんだ。 じゃあ、今夜は早く寝ないとね。あ、オリバー。オリバー。
えるだろう。いいか、最初は車の調子を見るからゆっくり行くんだ。うん、分かってる。よし。なるなんて。うん、それよりせっかくのマシンが。気にすんな、また作ればいいだろ。さあ二人とも、今日はもう帰りましょう。あ、はい。どうしたのマーク。あ、ちょっとな、足くじいちゃって。もうしょうがないね。ん、アリ、アリ、アリ、どうしたの母さん。大丈夫。アリ、母さん。アリーは心臓に持病があるの。母さん。ドクターを呼んでくるわ。母さん。 Ach du Schreck. Oh nein. Oh bitte nicht. オリバー。私のオリバー。母さん。あなたなら大丈夫。みんなと仲良く。ね。母さん、母さん、母さん。やだ、やだよ。母さん、母さん、母さん。愚かな。我が子を守るために自らを犠牲にするとは。しかしこれであの少年は。分かっている。一の国での魔法は一の国でしか効かぬ。ならば少年はやがてこの二の国へと導かれるであろう。それを待てばよい。恐れ入ります陛下。さてどのようになるのか、最後まで見届けようではないか。オリバ、おいしいよアップルパイ。ここに置いとくから後でお食べ。そうだね、もう三日もあしているんだよ。オリバー、母
さんは今日からお仕事に行くけど、寂しくなったらこのお人形を母さんと思ってね。母さん一生懸命作ったの。だからきっとオリバーの話を聞いてくれるわ。うん。じゃあお留守番お願いね。母さん。なあに、オリバー。ううん。早く帰ってきてね。わかってる。母さんとオリバーはずっと一緒よ。ずっと、ずっと一緒。母さん、帰ってきてよ。どうもこうもないがな、大妖精雫様の完全復活や。え、誰？おい、何度も言わすな。大妖精の雫様や。雫？黙って見とったらほんまメソメソメソメソ、情けなやっちゃな。ほんなお前は今日からメソや。3日は長い、長いで。なんぼなんでも3日泣き続けるっちゅうのはどうやろうな。いや、男としてな、3日はないな、ないな。え？お？自分半信半疑って感じやな。わかった、しゃあないな、説明したる。せやけどな、恐ろしく長い説明になるけど、ええんや。うん。そうか、ええんやな、素直でよろしい。その素直さをいつまでも忘れんようにな。ほな、行くで。うん。実はな、自分知らんやろけどな、世界は自分のいるこの世界だけではない。世界にはパラレルワールドっちゅうてな、いくつもの平行世界があるんやな。そのうちの一つが俺らの世界、二の国ってわけやな。二の国？そう、その二の国の大妖精の俺様がやな、なんでこういうところにいるかということやけどやな、どんな世界にもやっぱり平和を脅かす典型的な悪いやつがおるわけや。闇の魔導士ジャボーってやつや。やつは人の心を支配して二の国に争いを広めていった恐ろしいやつや。歯向かった俺も人形に変えられてこの世界に飛ばされてしもうたわけや。しかし驚いたで、自分の涙が俺にかかった途端闇の魔法が解けたやん。なんとお前が限りなく透き通った心を持つという伝説の救世主様やったとはな。人は見かけによらんちゅうけどほんまやね。つまりお前はこれから俺らの世界二の国に来て闇の魔導士を退治してもらわなあかんわけや。そんな。いやいやいやいや、照れんでもええがな。大丈夫、自分できるって。俺がサポートするさかいな。ええが、今から大事なこと聞くぞ。え？救世主殿、我々の世界救っていただけますか？嫌です。なんて？自分今なんて言った？もう一遍言うてみ、もう一遍。嫌です。だって僕にそんなの無理だよ。うわー、これやから素人が怖いわ。自分頼むで。こういう時はさっそうでな、わかりましたとか、僕でよければ喜んでとか、そういうのパターンや、パターンや。わからんかな、ほんまわからんな、この子。だってそんな世界のこと知らないし、こっちはそれどころじゃないんだ。なんでや、おかんが死んだから。え、うん。その自分のおかんの写真見せてみ。え、ええから早持ってこいや。あ、うん。どれどれ。おお、これまさかこんな偶然があるんかいな。どうしたの？賢者アリシア様や。これはお前のおかん救えるかもしれんぞ。え、どういうこと？長い説明パート2聞きますか？うん。この世界と二の国にいる人々の魂はつながっとる。つまりこの世界にいる人間は二の国にも存在する。同じ魂を持つ者は見た目も似てしまうんや。で
お前のおかんと魂を共有してんのは二の国の賢者アリシア様というわけやな。母さんが賢者様。でも救えるってどういうこと？アリシア様は闇の魔導士ジャボーに戦いを挑んだ。しかしジャボーの力に敗れ邪神の玉に閉じ込められたと言われとる。もしそれが本当やったら、邪神の玉に閉じ込められたせいで魂のつながりが切れたんや。邪神の玉からアリシア様を救えばお前のおかんは生き返るかもしれん。本当？確かではないけど、その可能性はある。あれ？でもなんで雫さんがそのことを知ってるの？ずっと人形にされてたんでしょ？おほー、ええ質問やな。それはやな、二の国にいる妖精は俺だけやない。俺が動かれへん間、俺は仲間からの情報を受け取ってたわけや。まあ一般的に言うテレパシーっちゅうやつやね。それだけやないで、俺はその妖精たちにこの世界にいながら指示を出しとったんや。ジャボーのことを探らせたりしとったんや。でや、えらいやろ。お、どないした？僕行くよ。二の国に行く。二の国に行って母さんを助ける。おお、そうか。そやな、動機は不純やけどまあええやろ。それが二の国を救うことになるんやったら何でもええわ。そうと決まったら善は急ぎや。早速行くで。うん。それで二の国ってどうやって行くの？知りたいか？ええやろ、教えたる。まずは魔法やな。誰かに見つかるとまずいよって隠しといた。この家の1階の暖炉の中探してみ。なんで暖炉の中なの？とにかく暖炉の中や。さあ行くで。